Die Linzerin Susanne Fürst, Stellvertreterin von FPÖ-Clubchef Herbert Kickl, ist nun an Bord. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung. Ja, der neue Bundeskanzler Nehammer hat heute auf Sanftpfoten zu uns gesprochen, war mir sehr sympathisch, vielleicht bleibt es dabei. Er meinte auch, dass er mit Ihnen jetzt sehr vertrauensvoll weiter zusammenarbeiten wird und er sich sehr darauf freut, was ich besonders bemerkenswert oder auch belustigend finde, denn Ihre größte Errungenschaft, würde ich sagen, jetzt Ihrer Regierungsbeteiligung bestand ja darin, seinen Vorvorgänger irgendwie loszuwerden. Also vielleicht war er da auch froh drüber, dass der ja jetzt da Platz gemacht hat für ihn. Aber die Grünen können sich hier sozusagen angesichts des Zustands der ÖVP als stabiler Faktor der Regierung präsentieren. Da kann ich auch nur sagen, wohl bekomm's. Werden wir schauen, wie das weitergeht. Bundeskanzler Nehammer hat auch gemeint, es sei jetzt Gott sei Dank nur mehr ein Mindestmaß an Schutzmaßnahmen notwendig. Weil der Lockdown für alle kann beendet werden und jetzt kann man da wirklich auf ein Mindestmaß zurückführen. Wenn man da genauer nachdenkt, was hier gemeint ist, hier versteckt sich darunter der Lockdown für Ungeimpfte. Ein Lockdown für hunderttausende Menschen, die gesund sind, die meistens, die sich auch negativ testen lassen, die trotzdem eigentlich diesen Ausnahmebeschränkungen unterliegen, die kein Geschäft betreten dürfen, nicht einmal zum Friseur gehen dürfen, abgesehen von allen anderen Beschränkungen. Das wird jetzt schon sozusagen als Mindestmaß an Schutzmaßnahmen bezeichnet. Weil Sie auch, Herr Vizekanzler, ausführlich diese Versammlungen angesprochen haben und die Teilnehmer hier wüst beschimpft haben, nicht nur als radikale, Extremisten, gewaltbereite, als demokratiefeindliche Versammlungen, wie sie auch Bundeskanzler Nehammer bezeichnet hat. Sie sind noch weitergegangen, haben sie als Neofaschisten, Neonazis bezeichnet. Ich möchte Ihnen nur mitgeben, vielleicht als Tipp, sehr viele zu mir sagen da, entschuldigen Sie, Frau Fürst, ich habe bisher immer grün gewählt, aber das werde ich nicht mehr tun. Also diese Saga, dass hier so viele Rechten auf der Straße sind, ich kann es nicht bestätigen. Ich war gestern noch einmal auf der Suche nach den Extremisten in meiner Heimatstadt Linz, habe mich da unter die Leute gemischt, mit über 2 Dutzend gesprochen. Die waren alle sowas von normal, also nicht einmal einen Exzentriker gefunden. Also da waren eine Mutter mit ihrem autistischen Sohn, der sehr unter der Corona-Politik, den Maßnahmen schon gelitten hat, der sich fürchtet vor der Impfung. Sie meint, er ist jetzt in einem halbwegs stabilen gesundheitlichen Zustand. Sie ist hier skeptisch. Ich habe mit einem Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe gesprochen, erst 35 Jahre, schon 20 harte Arbeitsjahre hinter sich, mit auch gesundheitlichen Schwierigkeiten, der psychisch am Ende ist. Er sagt es, er ist fertig, auch aufgrund des Drucks und des zunehmenden Mobbings, weil er ungeimpft ist. Ich habe auch mit einer älteren Musikerin gesprochen, die 2-mal geimpft ist, die sich auch ein 3. Mal impfen lassen wird. Sie möchte nur eigentlich den Zeitraum selbst bestimmen und mit ihrem Arzt und fühlt sich auch angesichts der Politik hier und der Sprache, die hier Eingang gefunden haben, unter Druck gesetzt. Also alles aus den unterschiedlichsten Gründen, die hier teilnehmen an die Versammlung, die zum Großteil sagen, sie machen das erste Mal. Wir alle haben hier eigentlich keine so Straßenerfahrung, wie das den Grünen eigentlich zugeschrieben wird. Aber diese Menschen verdienen die Beschimpfung, die Sie hier heute losgelassen haben, auf keinen Fall. Sie sprechen auch fast der Redner von der Überwindung der Spaltung, die stattzufinden hat. Gleichzeitig präsentieren Sie heute den endgültigen Entwurf für die Impfpflicht, kann ich nur sagen. Ja, das wird die Spaltung nicht beheben. Sie führen hier auch ein völlig neues Grundrechtsverständnis ein. Es ist jemand unsolidarisch, der nicht alles mitmacht, sich nicht impfen lassen will. Man ist egoistisch. Vom Bundespräsident abwärts über Bundeskanzler, auch Verfassungsministerin, wird gemahnt, wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Das sagt man Menschen,
die wirklich so viele harte Arbeitsjahre hinter sich haben, die Kinder aufgezogen haben, die beeinträchtigte Kinder aufgezogen haben, mit all dem Kummer, Sorgen, Ungewissheit, die rund um die Uhr da waren für ihre Kinder, Familie, für die Arbeit, die alle ihre persönlichen Interessen hintangestellt haben und denen oder auch Ältere, die immer nur geleistet und geliefert haben und denen geben Sie jetzt mit, dass Sie asozial sind, dass Sie Neofaschisten hinterherhoppeln, wie Sie das gesagt haben. Nee, Sie haben es gesagt. Und sagen, Sie sind unsolidarisch. Das sind Sie nicht. Sie machen nur von Ihren Rechten Gebrauch, fühlen sich unter Druck gesetzt. Vielleicht machen Sie da jetzt Schluss in dieser neuen Regierung, wo Sie ja jetzt der stabile Faktor sein wollen. Sie reden viel von Corona-Desinformation. Bitte, dann nehmen Sie das Wort Vollimmunisierung nicht mehr in den Mund, von dem Sie heute wieder gesprochen haben. Der Bundeskanzler auch, das Impfen ist der einzige Ausweg aus der Pandemie. Es ist solidarisch, man muss es zum Fremdschutz machen. Der Herr Gesundheitsminister, zahlen Sie ihm bitte mal ein Coaching, damit er mehr als einen Satz ohne Vorlage herausbringt, der immer nur sagt, Impfen, Impfen, Impfen. Ich habe nichts gegen die Impfung, aber hören Sie auf damit, das so darzustellen, dass es der einzige Weg ist. Ich darf nur ein Zitat, keine persönliche Meinung, ein Zitat aus einem Medium, das gut gefüttert ist mit der Medienförderung von Ihnen und unserer Partei, denkbar entfernt steht. Da ist geschrieben, nichts ist in den letzten Wochen und Monaten mehr ins Wanken gekommen als die Behauptung, dass man als Geimpfter auch die anderen schützt. Ist nur eine Feststellung von einem wirklichen Medium. Vielleicht sollte man dem auch nachgehen. Spricht nicht gegen die Impfung an sich, aber dass man es als einzigen Standbein hernimmt. Und dass Sie vielleicht aufhören mit dem Druck und den Beschimpfungen. Wenn wir uns auf das einigen können, dann wären wir schon sehr weit. Auf jeden Fall hören Sie auf, alle miteinander zu sagen, das Virus ist der Feind. Ja, alle Krankheiten sind unser Feind. Schicksalsschläge, wir müssen damit leben. Soweit, glaube ich, sind wir schon. Hören Sie auf zu sagen, das Virus schränkt unsere Freiheit ein. Nein, das machen Sie mit Ihren Maßnahmen und Sie sind bei den Lockdowns und bei der Impfpflicht weder rechtlich, medizinisch noch ethisch dazu berechtigt.